Arne, hier an der Tennis Base in Hannover. Du als Athletiktrainer, wir haben ja mit Matrix den Athletikraum ausgestattet. Sag mir doch mal bitte, wie du jetzt den Bereich Athletik und Fitness so in den Alltag der Tennisspieler und Tennisspielerinnen einbaust. Also wir haben unterschiedliche Modelle. Die Spieler kommen teilweise jeden Tag zu uns, manche kommen nur ein, zwei Tage die Woche zu uns. Und prinzipiell ist es immer so, dass zu jeder Tenniseinheit auch immer eine Athletikeinheit gehört. Das ist manchmal vor dem Tennistraining, manchmal auch nach dem Tennistraining. Da kann man dann die Schwerpunkte ein bisschen variieren. Schnelligkeit eher vor dem Tennis, Ausdauer, Kraft eher nach der Tenniseinheit. Kommt ganz drauf an. Die speziellen Anforderungen jetzt im Tennis, sag ich mal so, sowohl von den Inhalten als auch so Thema Motivation sind ja so die zwei Aspekte. Kannst du das vielleicht mal beschreiben? Also im Tennis haben wir natürlich das Spezielle, dass die Athleten alleine auf dem Platz stehen. Also es ist eine Individualsportart und dadurch ist die Motivation bei jedem Einzelnen sehr hoch, weil Tennisspieler doch sehr, sehr verspielt sind, also immer neue Herausforderungen brauchen und ein stupides, einfaches Krafttraining für viele auch nach einer gewissen Zeit dann an Reiz verliert. Das heißt, das Thema Selbstverantwortung hatten wir vorher auch in dem Gespräch, ist ganz oben auch einzuordnen, ne? Genau, also die Spieler sind schon im jungen Alter häufig auf sich allein gestellt, reisen durch die Welt, auch schon mit 15, 16 in anderen Ländern, manchmal mit Coach, manchmal ohne Coach. Und da sind dann auch wir und die Tennistrainer gefordert, dann den Kids dann trotzdem etwas mitzugeben, dass die Zeit sinnvoll genutzt werden kann. Diesen klassischen Trainingsplan zu haben, okay, wir machen jetzt 6 Wochen, arbeiten wir mehr im Bereich Schnelligkeit, 6 Wochen das hier, ist schwierig. Also im Fußball mag das immer noch ganz gut gehen, wenn der Rhythmus klar gesteckt ist. Samstag, Sonntag, an einem von beiden Tagen ein Spiel, vielleicht mal ein Pokalspiel unter der Woche. Da ist der Rhythmus relativ klar vorgegeben. Im Tennis kann es sein, dass man 2 Matches auch mal an einem Tag hat, dass man dann 5 Tage kein Match hat, dann wieder anfängt zu spielen. Aber das kann man vorher eigentlich nie wissen. Wichtig ist auch auf dem Platz, deswegen würde ich auch sagen, auf dem kleinen Feld würde ich mit dir gerne mal so ein paar Bälle jetzt nochmal rüberspielen. Sehr gerne. Okay, danke.